einer von vielen Leguanen hier. Gut, heute steht alles im Zeichen der Kulinarik hier bei uns. Wir werden heute lokale Spezialitäten essen, auch unter anderem eine Leguan-Suppe. Aber zuerst, wie wir alle wissen, was braucht man vor dem Essen? Alkohol, ein Schnaps halt. Deswegen sind wir jetzt hier in der lokalen Schnapsfabrik, wo sie eben den berühmten Alkohol Blue Curaçao herstellen und werden eine kleine Führung machen und auch ein bisschen was verkosten, bevor wir uns den Magen vollstopfen werden. Die Kostproben beginnen. Und Chocolate. Was für die Mädels. Ich habe das jetzt drinnen geskippt. Nein, hast du nicht. Ich glaube, das war jetzt nicht so spannend für euch zum Anschauen. Ganz normale Fabrik. Aber ich finde den Blue Curaçao, finde ich lecker. Chocolate und das andere war ein bisschen komisch, meiner Meinung nach. Und wir haben den Lego angesehen, also hat sich voll ausgezahlt. Jetzt wird es Zeit, die flüssige Nahrung noch mit ein bisschen normaler Nahrung zu, wie sagt man, vermischen. Vermischen. Wir sind jetzt hier vor dem Plaza Bioi, dem alten Markt hier in Curaçao. Und hier werden nur ausschließlich traditionelle Curaçao-Spezialitäten serviert. Jetzt werden wir uns hier mal den Magen voll stopfen. Gut, wir sind jetzt im alten Markt drinnen. Es ist ziemlich cool, du kommst halt rein und eine Frau fragt dich halt, was du essen möchtest. Ich habe halt noch ein bisschen was von allem gefragt, wobei ich mir nicht sicher bin, ob sie mir auch aus so einem Töpfen da vorne gebracht hat. Wir haben jetzt hier zum Beispiel Kürbispfannkuchen, irgendwas mit Ziege und Huhn, ein Reis. Aber angeblich gibt es auch noch Leguan, wobei ich mir nicht sicher bin, ob es den heute gibt. Und ich werde dann auch versuchen, den irgendwie aufzutreiben, falls es ihn gibt. Zuerst haben wir so eine Art Huhn. Also eine Art Huhn ist Huhn. Schmeckt sehr wie ein Eintopf. Ich meine, das wird auch hier in Töpfen gemacht. Sehr gut. Das ist wirklich perfekt für mich. Ziege. Der Kürbispfannkuchen. Das ist wirklich verdammt gut dafür, dass es eigentlich ziemlich billig ist hier. Also alter Markt, merken, wenn das Curaçao kommt. So, wir sind jetzt hier. Wir sind jetzt hier vor dem schwimmenden Markt. Das ist einer von drei Märkten hier. Es gibt den alten Markt, da waren wir ja gerade. Den runden Markt heißt der, genau, runder Markt, der ist gleich daneben. Und jetzt eben den schwimmenden Markt, wo sie von Booten aus ihre Sachen verkaufen, vor allem Früchte. Und ja, ich habe jetzt eine Passion Fruit erstanden, wo ich ganz cool reinbeißen wollte jetzt, aber ja, nein, macht wenig Sinn. Reinbeißen hat nicht so geklappt, deswegen werden wir es jetzt einfach abschneiden. Das ist eine meiner Lieblingssachen, auch in Ländern im Mittelmeer, so Kroatien, Italien. Schaut euch das an. Wenn du dort beim Markt eine frische Frucht kaufst, die ist nicht mehr so viel fruchtiger und geschmackvoller als bei uns. Rudy! Er schaut so aus wie ein Rammel. Aber extrem gut. Na gut, weiter geht's.
Okay, gute und schlechte Nachrichten. Gute Nachrichten, ich habe noch eine Lego und Suppe gefunden am letzten Abend. Schlechte Nachrichten, ich habe meine Kamera ohne Speicherkarte aus dem Haus mitgenommen. Yes, mit dem Handy einfach, wenn wir das filmen. Und das ist die Lego und Suppe. Crazy. Und ich werde mal den ersten Löffel nehmen. Sie hat mich auch gefragt, explizit, ob ich schon mal Lego und Suppe gegessen habe. Also, gutes oder schlechtes Omen, keine Ahnung. Schmeckt wie Gulasch. Obwohl, es hat einen Eigengeschmack. Ja, es ist nicht schlecht. Es wird jetzt keine Leibspeise von mir. Ich werde jetzt nicht immer nach Lego und Suppe explizit fragen, aber kann man sich schon mal gönnen, wenn man die Möglichkeit hat. Ja, für das Outro werde ich aber jetzt wieder zur normalen Kamera wechseln. Gut, Lego und Suppe verschlungen. Kleiner Tipp noch für euch, falls ihr jemals Lego und Suppe esst. Ich weiß ja nicht, ob ihr in einem superfeinen Lego und Restaurant essen werdet, aber wenn nicht, dann wird es wahrscheinlich so sein wie bei mir. Und bei mir haben sie einfach eine Suppe gemacht und den Lego und zerhackt. Das heißt, es waren überall kleine Knochenstücke drin. Das kleine, da war eine Wirbelsäule drin einfach. Also passt auf, ich habe eins einmal auf den Knochen bissen. Aber sonst, was für eine Episode wieder. Der Magen ist schön gefüllt. Ein warmer Abend. Was will man mehr? Und ja, wie immer, wenn euch die Episode gefallen hat. Warum kommen da jetzt so viele Autos? Okay. Dann hinterlasst ein Like, abonniert, wenn ihr noch nicht abonniert seid. Folgt mir auf den sozialen Netzwerken, um die wichtigsten Informationen zu halten, die lustigsten Bilder und Fotos zu sehen. Und ja, erkundet die Welt, bleibt kreativ und wir sehen uns in ein paar Tagen.